Westlich der geraden Straße, nur wenige Meter vom Al-Jabiya-Tor der Altstadt entfernt, liegt der Bebs-Rija-Markt von Damaskus. Entlang der gleichnamigen Straße ziehen sich Läden mit Datteln und Kaffee, mit Fisch und Fleisch, mit Obst und eingelegten Gurken. Möhren, rote Beete, Rettich, Paprika, Weinblättern, die in allen Farben des Regenbogens leuchten. Kunstvoll und mit Hingabe sind die Waren sortiert und dekoriert, um die Kunden anzuziehen. In einem anderen Laden warten Kuchen, Torten und Süßspeisen, gekrönt mit bunten Papierschirmen und roten Kirschen auf Käufer. Starr blicken die, vor allem bei der männlichen Bevölkerung beliebten Schafshirne, aus dem Fenster einer Kühltruhe auf den Markt, das Maul dekoriert mit Tomaten und Zitronenscheiben. Der Markt steht bei den Damaszenern hoch im Kurs. Selbst aus den Vorstädten kommen die Menschen, um sich mit allen Notwendigen zu versorgen. Von Batterien über Zahnbürsten, duftende Seifen, Küchenutensilien, kleine und große Leckereien, Obst und Gemüse bis hin zu frischer Milch hat Bebs-Rija alles zu bieten. Hier kann man Taschen und Schuhe, Schlösser und Elektrogeräte reparieren lassen, man trifft Bekannte und verweilt für einen Plausch über die Kinder, die Preise, die politischen Unruhen im Land. Wie überall in Syrien sind auch auf dem Bebs-Rija-Markt die Preise gestiegen. Mit ernsten Mienen vergleichen die Kunden und wägen ab, wofür das Haushaltsgeld reichen könnte. Milchprodukte, Nudeln, Zwiebeln, Tomaten, Kartoffeln, Kaffee, alles ist teurer geworden. Das einst so preiswerte Hühnerfleisch kostet mit 250 syrischen Pfund etwa 3 Euro pro Kilo, heute doppelt so viel wie vor einem Jahr. Viele weichen auf Fisch aus Vietnam oder Malaysia aus, der billiger ist. Doch selbst das können sich manche Menschen nicht leisten. Ungewöhnlich viele Frauen und Kinder sitzen oder laufen bettelnd über den Markt. In der Altstadt sieht man Müllsammler, die in den Containern nach Brauch- oder Essbaren suchen, bevor sie den Müll abtransportieren. Die Familie komme über die Runden, sagt der Friseur Khaled, der einmal die Woche auf dem Markt einkauft. Seinen wirklichen Namen möchte er nicht nennen. Und auch einem Foto stimmt er nicht zu. Sonst spricht er offen über seinen beschwerlich gewordenen Alltag. Für Dinge des täglichen Bedarfs müsse er bis zu 50% mehr zahlen. Luxuswaren leiste sich die Familie schon lange nicht mehr. Kleidung werde nur gekauft, wenn es wirklich erforderlich sei. Aber Benzin, Gas und Heizöl sind teurer geworden. Produkte, deren Herstellung Strom benötigen, oder Dinge, die teurer importiert werden müssen, sind um 40-50% im Preis gestiegen. Syrien ist ein Entwicklungsland. Sanktionen und die Unruhen haben dem Land eine manifeste Wirtschaftskrise beschert. Die finanziellen Schäden, die dem Land durch Sabotage an Stromnetzen und Ölpipelines, Überfälle auf Transportwege und die sich fast monatlich verschärfenden Sanktionen der Europäischen Union entstanden sind, beziffert die Regierung in Milliarden US-Dollar Höhe. Sanktionen und die Wirtschaftskrise würden zwar der Regierung schaden, sagte frühere Weltbankökonom und Wirtschaftsberater Nabil Sukar. Am meisten treffe es aber den Mittelstand und die Bevölkerung, die keine Rücklagen haben. Hamza Dadush ist einer von ihnen. Wie viele habe auch er keine Mitarbeiter entlassen, auch wenn deren Gehälter gesunken seien, erzählt der junge Unternehmer, der in Großbritannien studiert hat. Nahezu alle ausländischen Investitionen im Landwirtschaftssektor seien gestoppt. Daher habe er von seinem traditionellen Angebot, Wasserpumpen und Motoren, kaum etwas verkauft. Das Einzige, was in Syrien nicht teurer geworden ist, ist das Brot. Der syrische Staat ist stolz auf die großen Weizenvorräte, die für 2 Jahre die Versorgung von 23 Millionen Menschen sichern. Brot wird von der Regierung subventioniert und kostet pro Kilo 9 syrische Pfund. Umgerechnet etwa 10 Euro Cent. Die staatliche Bäckerei auf dem Bebs-Rija-Markt wird von den Menschen umlagert. Weil andere Nahrungsmittel teurer geworden sind, wird einfach mehr Brot gegessen. In der kleinen Backstube ist eine alte Maschine deutscher Bauart montiert. Nachdem der Teig gerührt und zu Fladen geformt wird, ziehen die frischen Brote aus dem Ofen wie aufgeblasene Ballons über das Fließband direkt zum kleinen Verkaufsfenster, durch das das Brot ausgegeben wird. Weil es noch heiß ist, hängen die Kunden es kurz auf Gestelle vor der Bäckerei, bevor sie es, wie dieser kleine Junge, stolz auf dem Kopf davontragen. Seit September 2011 hat die Europäische Union 8-mal ihre Sanktionen gegen Syrien verschärft.
Das solle das Regime von Präsident Assad treffen, dem man vorwirft, sein Volk abzuschlachten, wie es der britische Premierminister David Cameron formulierte. Der unabhängige Ökonom Nabil Sukkar in Damaskus weist darauf hin, dass die Sanktionen nicht dazu beitragen würden, das Regime zu stürzen. Sie schadeten der Mittelschicht und den einfachen Menschen. Der Konflikt in Syrien lasse sich nur durch Dialog lösen. Dafür müssten alle Seiten bereit sein.